Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger an den Rechnern, an den Monitoren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Bürgerinformationsveranstaltung heute zur Erneuerung des Grieser Stegs und kann Ihnen natürlich sagen, dass ich sehr gerne heute Abend persönlich mit Ihnen gesprochen hätte und mich gefreut hätte, wenn der Saal hier voll gewesen wäre zum Diskutieren. Aber Sie wissen, die aktuellen Umstände machen das leider nicht möglich. Aber Gott sei Dank gibt es die Technik, sodass wir auch unsere Informationen mit Ihnen teilen können und auch mit Ihnen diskutieren können, eben übers Internet. Und mich gefreut hätte, wenn der Saal hier vor allem einige von Ihnen mit Schreiben an die Stadtverwaltung gewandt, aber Sie wissen, Ihre Anregungen zu dem Erneuerungsvorhaben Gott sei Dank gibt es die Technik schriftlich mitzuteilen. Auch die Fragen haben wir alle hier und den Erneuerungen auch mit Ihnen, diskutieren können. Und es haben sich über das Internet bisher Der Grieser Steg ist immer wichtiger geworden in seiner Verkehrsbedeutung. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger steigen aufs Fahrrad um und die nutzen den Grieser Steg eben als eine sehr kurze, sehr schnelle Anbindung an die Innenstadt. Es werden auch die Fußgänger mehr, weil die Grünflächen entlang der Donau natürlich immer beliebter als Freizeitraum werden und da ist die heutige Breite des Stegs mit 4 Metern viel zu gering, um der tatsächlichen Verkehrsbedeutung gerecht zu werden. Und drittens, und das ist auch ein wirklich entscheidender Grund, der Grieser Steg wurde 1947 als Provisorium gebaut. Und er hat seine vorgesehene Lebenszeit längst überschritten. Und jetzt überprüfen wir ja ständig die Sicherheit der Stege und Brücken. Und der Grieser Steg, der hat schon an einigen Bauteilen wirklich Korrosionsschäden, die erheblich sind. Es gibt keine bestimmte Ersatzteile nicht mehr, beziehungsweise die können auch nicht mehr wirklich wirtschaftlich neu hergestellt werden. Das heißt, der Neubau ist zwingend erforderlich, weil sonst besteht das Risiko, dass wir den eines Tages sperren müssen, weil er einfach nicht mehr sicher ist und dann ist diese wichtige Verbindung einfach erstmal weg. Das heißt, wir müssen jetzt ran und müssen diesen Steg neu bauen. Ja, ich lade Sie jetzt ein und möchte Sie auch ermuntern, sich da wirklich aktiv einzubringen, Ihre Kritik, auch Ihre Wünsche zu formulieren. Und wir werden hier natürlich auch alle Fragen zum Projekt beantworten. Mit mir ist die Christine Schimpfermann, die Planungsreferentin der Stadt, da der Herr Becher, der Amtsleiter des Tiefbauamts. Und es sind auch noch Mitarbeiter der Verwaltung da, die Sie jetzt gar nicht sehen können, die aber dann für alle Fragen zur Verfügung stehen aus den Ämtern, die das zu bearbeiten haben, was die bisherigen Fragen schon betreffen und was überhaupt alle Fragen betreffen können, die den Neubau des Grieser Stegs betreffen.
Ich übergebe jetzt zunächst das Wort an die Frau Schimpfermann, die weiter inhaltlich führen wird zum Thema, und auch der Herr Becher wird dann noch weiteres vortragen, und dann ist Zeit für Fragen und Antworten. Also ich wünsche uns allen einen sehr informativen und auch konstruktiven Abend. Bitte, Frau Schimpfermann. Ja, vielen Dank, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass wir heute Abend auch auf diese Art und Weise die Möglichkeit haben, zum Thema Grieser Steg uns auszutauschen. Und ich möchte Ihnen jetzt einen kleinen Überblick geben über die Rahmenbedingungen, unter denen wir den Grieser Steg planen. Der Grieser Steg befindet sich ja in der Welterbezone. Das heißt, alle Planungen und alle Überlegungen, die wir anstellen, alle Planungsschritte sind mit dem Welterbesteuerungskomitee abzustimmen. Und bis zum jetzigen Stand sind sie auch alle abgestimmt. Durch diese Abstimmung wird natürlich sichergestellt, dass sich das neue Brückenbauwerk in das Welterbe einfügt und dass es die Gestaltkriterien der Denkmalpflege erfüllt und sich damit auch gut in unser Stadtbild einfüllt. Eine nicht zu unterschätzende Rahmenbedingung ist der Hochwasserschutz. Frau Mart-Schwarzfischer hat es schon erläutert, die Planungen zum Hochwasserschutz am unteren Wörth laufen bereits auf Hochtouren, und auch für Stadt am Hof ist künftig ein Hochwasserschutzprojekt vorgesehen. Der neue Grieser Steg muss dabei nicht nur höher liegen, deutlich höher liegen als heute, um dem 100-jährigen Hochwasser trotzen zu können. Vielmehr muss auch sein Widerlager am unteren Wörth direkt in die dort entstehende Untergrundabdichtung einbinden. Der Steg wird dadurch selbst zum Bestandteil des Hochwasserschutzes, und die weiteren Planungen müssen daher sowohl inhaltlich als auch zeitlich eng mit dem Wasserwirtschaftsamt abgestimmt werden. Viele von Ihnen fragen sich vielleicht, wie der neue Grieser Steg einmal aussehen wird. Um diese Frage zumindest ansatzweise zu beantworten, wurde bereits eine Machbarkeitsuntersuchung durchgeführt, die Ihnen auch gleich vorgestellt werden wird. Im Ergebnis kann man sagen, dass einige Brückentypen bereits im Vorfeld ausgeschlossen werden konnten, auch durch die Beratung im Welterbesteuerungskomitee. So wird der Grieser Steg keine Bogenbrücke werden, er wird auch keine Hängebrücke werden oder eine Schrägseilbrücke. Insbesondere die hohen Pylone, die bei einer Schrägseilbrücke erforderlich wären, wären ein viel zu markantes Bauteil in diesem Stadtraum an dem sensiblen Bereich entlang der Donau. Möglich erscheinen deswegen entweder eine Deckbrücke, wie die meisten Straßenbrücken sind, oder eine Trogbrücke, wie zum Beispiel eine heutige Fachwerkkonstruktion. Weil die neue Brücke hochwasserbedingt deutlich höher liegen wird, ist eine möglichst geringe Konstruktionshöhe anzustreben, um die Höhenanpassungen in der Proske-Straße und beim Andreas-Stadel gering halten zu können. Auch hierzu wurden in der Machbarkeitsuntersuchung bereits Überlegungen angestellt, die auch der Auslobung des Wettbewerbs zugrunde gelegt werden. Nicht zuletzt liegt der Grieser Steg in einem für Regensburg sehr wichtigen Natur- und Erholungsraum. Der Neubau des Stegs bedeutet einen beträchtlichen Eingriff in diesen empfindlichen Bereich. Eine entscheidende Aufgabe ist daher, bei der Planung auch immer das Umfeld im Blick zu haben, das zum einen die Eingriffe womöglich reduziert und zum anderen die nicht zu vermeidenden Eingriffe vollständig ausgleicht. All diese Anforderungen sind in die Aufgabenstellung, dem Auslobungstext eingeflossen, die das Büro, welches den neuen Grieser Steg einmal planen wird, beachten soll. Zu der Frage, wie die Stadt zu einem geeigneten Planungsbüro kommt und zum weiteren Planungsablauf, wird Ihnen nun Herr Becher, der Leiter des Tiefbauamtes, weitere Informationen anhand einer Präsentation geben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Schimpfermann. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich zunächst etwas sagen zum Verfahren, das wir durchführen müssen, um zu einer Planung für den Grieser Steg zu kommen. Zunächst einmal war ursprünglich geplant, einen Planungswettbewerb wie für den Holzgartensteg durchzuführen. Allerdings ist es in der Zeit von Corona sehr schwierig, denn es erfordert immer wieder Treffen in einem größeren Umfang mit vielen Menschen. Und es erfordert, dass auch oft diskutiert wird in diesen Treffen, sodass natürlich die Abstands- und Hygieneregeln schwer einzuhalten sind. Wir haben uns deshalb entschieden, ein alternatives Planungsverfahren durchzuführen.
ein sogenanntes Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb und Erarbeitung von Lösungsvorschlägen. Der Teilnahmewettbewerb sieht vor, dass sich geeignete Büros bewerben können für die Planung und dass wir hier, wenn die Eignung nachgewiesen ist und wenn die Referenzen nachgewiesen sind, wir hier Büros auswählen, sodass wir zu einer gewissen Zahl an Büros, ich sage jetzt mal 6 bis 8, in die engere Wahl bekommen. Diesen Büros wird dann die Erarbeitung von Lösungsvorschlägen aufgetragen. Die Büros stellen dann am Ende ihre Planungskonzepte vor und stellen sie der Verwaltung und der Politik vor und machen ein Honorarangebot. Eine Jury, die allerdings wesentlich weniger Teilnehmer hat als bei einem offenen Wettbewerb, diskutiert dann die Planungsvorschläge und die Beiträge. Gegebenenfalls können auch die Mitglieder der Jury dafür eintreten, dass die Beiträge noch einmal überarbeitet werden. Das heißt, es kann in diesem Verfahren durchaus auch eine zweite Phase geben, bei der mit etwas weniger Büros, vielleicht dann einer Auswahl von 3 oder 4 Büros, weitergearbeitet wird. Das überzeugendste Büro, und zwar muss es überzeugend sein hinsichtlich seiner Planung, aber auch hinsichtlich seines Honorarvorschlags, aber auch hinsichtlich der Qualifikation des Büros, also das überzeugendste Büro, erhält den Zuschlag und den Auftrag. Auch bei diesem Verfahren gibt es verschiedene Lösungsvorschläge, ähnlich wie bei einem Wettbewerb. Bei einem regulären Planungswettbewerb wären wegen der Vergabe des Tragsystems Deckbrücke oder Druckbrücke durchaus auch keine größere Vielfalt an Vorschlägen zu erwarten. So viel zum Verfahren selbst. Jetzt gibt es in diesem Verfahren aber auch die Möglichkeit zur Bürgerbeteiligung. Die erste Möglichkeit haben wir im Grunde heute, indem wir nämlich Ihre Anregungen in Empfang nehmen für die Auslobungsunterlagen. Wenn das Vergabeverfahren gelaufen ist und die Planungsbüros die Entwurfsplanung erarbeiten, wird es noch einmal eine Möglichkeit geben, die Öffentlichkeit zu beteiligen, ehe dann mit der Planung in das Genehmigungsverfahren eingetreten wird. Der zeitliche Ablauf dieses ganzen Verfahrens sieht so aus. Wir machen jetzt Anfang 2021 das Vergabeverfahren, im Anschluss die Objektplanung, 2022/23 das Genehmigungsverfahren und im Jahr 2024 die Ausführungsplanung. Anschließend ist der Baubeginn. Jetzt der zweite Punkt, den ich Ihnen vorstellen möchte, nämlich die planerischen Randbedingungen. Es ist schon von meinen Vorrednerinnen der Hochwasserschutz als ein wichtiger Bestandteil angesprochen worden. Das Hochwasserschutzprojekt Unterwörth läuft. Die Genehmigungsunterlagen werden im Augenblick erstellt. Das Planfeststellungsverfahren für den Hochwasserschutz Unterwörth wird ab Mitte 2021 laufen. Das Hochwasserschutzprojekt Stadt am Hof ist mit einer etwas zeitlichen Verschiebung vorgesehen. Es wird wahrscheinlich erst in etwa 3 bis 5 Jahren laufen. Jetzt zum Hochwasserschutz selber. Der heutige Steg liegt natürlich auf einem Hochwasser, einem 20-jährigen Hochwasser. Die Forderungen sind, dass der Griesersteg, der neue Griesersteg, das 100-jährige Hochwasser plus Freibord einhalten muss. Damit muss die Brückenunterkante der neuen Brücke um 1 bis 1,5 Meter höher liegen. 1 Meter im Randbereich, dort ist es möglich, in den Freibord einzutauchen und in der Mitte der Brücke 1,50 Meter höher, dort muss das Freibord eingehalten werden. Die Gefahren durch Hochwasser sind völlig klar. Die Standsicherheit des heutigen Bauwerks ist gefährdet. Es muss gesperrt werden bei Hochwasser. Es gibt die Gefahr des Aufstaus
und dadurch auch schädliche Auswirkungen auf Dritte stromaufwärts. Brückenneubau wäre nicht genehmigungsfähig und auch nicht förderfähig, wenn er nicht das 100-jährige Hochwasser beinhaltet. Eine weitere Randbedingung für unsere Planungen ist das hohe Radfahrer- und Fußgängeraufkommen. Heute ist eine hohe Überlastung festzustellen. Es sind Konflikte wegen der geringen Breite festzustellen. Es wird vorgesehen, eine Verbreiterung von 3,80 Meter auf 6,50 Meter vorzunehmen. Dies geschieht entweder über eine Mischverkehrsfläche oder, wie es heute teilweise ist, durch eine Trennung von einer Seite für Fußgänger und einer Seite der Brücke für Radfahrer. Die Hauptradverbindung vom Süden nach Norden soll ausgebaut werden. Es ist auch zu berücksichtigen bei der Planung des Grieselstegs, dass der Holzgartensteg momentan aus finanziellen Gründen zurückgestellt ist, aber jederzeit wieder die Planung aufgenommen werden kann. Auch der Holzgartensteg bedeutet eine zusätzliche Steigerung des Radverkehrs auf dem Grieser Steg. Zum baulichen Zustand wurde auch bereits etwas gesagt. Es gibt zahlreiche Korrosionsschäden, Ersatzteile sind nicht mehr vorhanden. Die Nachproduktion von Bauteilen ist nicht wirtschaftlich, die Sanierung ist nicht wirtschaftlich und die Brücke kann einfach aufgrund des Hochwasserschutzes, der ja erfordert, dass die Brücke auf HW 100 ist, nicht gehalten werden. Ein Neubau ist zwingend erforderlich. Jetzt hat es eine Machbarkeitsuntersuchung gegeben im Jahr 2018, bei der Lagevarianten untersucht wurden. Es gibt keine Empfehlung aus der Machbarkeitsstudie für eine genaue Lagevariante. Allerdings wäre es sinnvoll, den neuen Grieselsteg etwas zu verschieben, sodass er für die künftige Trasse Holzgartensteg besser erreichbar ist. Und es könnte auch einen Sinn machen, wenn der neue Steg neben dem alten gebaut wird, sodass eine Zeit lang der alte Steg noch bestehen kann während der Bauzeit. Die möglichen Tragwerkstypen sind ebenfalls in der Machbarkeitsstudie dargestellt. Eine Deckbrücke oder eine Trogbrücke. Die Deckbrücke hat den Nachteil, dass das Tragwerk unter der Brücke liegt, sodass die Brücke eventuell noch höher rauskommt als diesen 1 bis 1,5 Meter. Das Trogbrücke hat wiederum den Vorteil, dass das Tragwerk relativ wenig aufträgt. Dafür sind aber die Seitenteile, die den Trog bilden, als Tragwerk ausgebildet und machen natürlich das Tragwerk deutlich erkennbar in der Landschaft. Ausgeschlossen wurden bereits die Bogenbrücke, die Hängebrücke und die Schrägseilbrücke. Darüber hinaus gibt es keine Vorgaben zur Gestaltung. Die Tragfähigkeit selber ist auf eine reine Fußgänger- und Radwegbrücke zu beschränken. Allerdings müssen Dienstfahrzeuge für den Bauwerksunterhalt und die Bauwerksprüfung auf dem neuen Steg fahren können. Dadurch ist auch eine Befahrung, zum Beispiel durch Rettungsfahrzeuge, möglich. Das sind die Rahmenbedingungen aus der Machbarkeitsstudie, über die wir gerne mit Ihnen diskutieren und die Bestandteil sind der Auslobungsunterlagen. Wir können im Bereich der Auslobungsunterlagen auch noch Ergänzungen und Änderungen einfügen und wir erwarten, dass das aus der heutigen Diskussion sich ergibt. Ich danke Ihnen jetzt für Ihre Aufmerksamkeit und gebe das Wort wieder an die Frau Oberbürgermeister zurück. Dankeschön, Herr Becher. Also, jetzt geht's an die Fragen. Vorab
Noch ein paar Hinweise. Also die Veranstaltung wird jetzt nicht nur live übers Internet laufen, sondern wir werden die auch oder wir zeichnen die auch in Wort und Bild auf. Und weil es eine öffentliche Veranstaltung ist, wird diese Aufzeichnung dann auch an Medienvertreter weitergegeben. Dann zu Ihren Fragen. Wenn Sie Fragen haben, dann benutzen Sie bitte die Chat-Funktion im Internet. Und diese Fragen werden dann noch während dieser Veranstaltung beantwortet. Auf jeden Fall bis 22 Uhr, weil ich habe einen Zettel hier steht. 22 Uhr ist auf jeden Fall Schluss. Davor fangen wir an mit der Beantwortung der Fragen, die bereits vorab eingegangen sind, schriftlich. Das ist eine ganze Menge. Das wird so funktionieren, dass ich Ihre Fragen, die Sie geschickt haben, nochmal hier vorlese. Und wir haben die vorsortiert nach Themengruppen. Und ich lese dann immer alle Fragen zu einem Thema vor. Die werden dann insgesamt beantwortet von den jeweilig zuständigen Fachämtern oder den Vertretern der Fachämter oder auch von der Frau Schimpfermann oder zum Teil auch von mir. Das heißt, wir legen jetzt los. Die erste Frage ist thematisch jetzt hier eingeordnet unter Natur, stammt von Frau Eva Grunwald. Es ist keine Frage, sondern eine Anregung, die heißt, der Neubau des Grieser Steges sollte an die Natur angepasst werden. Jetzt ist das Stadtgartenamt heute vertreten vom Herrn Lehmann, der das dazu was sagen kann. Und dazu würde ich ihn bitten, da hier an das Pult zu gehen, damit Sie dann online auch gesehen und gehört werden können, Herr Lehmann. Hört man das? Jetzt ist es besser. Also, vielleicht nochmal kurz zurück. Die Aufgabenstellung ist klar und stellt sich auch aus dem Naturraum deutlich präsent dar. Der Neubau wird sich sehr intensiv mit dem Thema Einbindung in den Landschaftsraum auseinandersetzen müssen. Das ist eine Aufgabenstellung. Da geht es nicht nur um eine technische Lösung, sondern um auch eine Natur- und Erholungsraumrelevante und Gefüge, Darstellung, die sich in dieses Gefüge eben einbindet. Blickbeziehungen, auch die habe ich kurz angesprochen, werden selbstverständlich erhalten. Das bietet sich oder stellt sich aus den vorgestellten Konstruktionsweisen dar, dass das gegeben sein wird und eben den Charakter dieses Gebiets, die stille Naherholung, bietet sich auch, wer den Raum kennt, von selbst an. Auch da wird es ein Thema sein, was in dem Entwurf behandelt werden muss. Ich denke, damit ist die Frage oder die Anregung soweit aufgegriffen. Und von meiner Seite die Frage soweit beantwortet, denke ich. Vielen Dank. So, jetzt kommen wir zu einem zweiten Themenkomplex. Das sind Hochwasserschutzmaßnahmen. Da ist die erste
Anregung oder Frage von Professor Walter Weber. Sie lautet: Der weitere Umgriff des Grieser Stegs wird sich im Zusammenhang mit Hochwasserschutzmaßnahmen entscheidend verändern. Im Hinblick darauf muss das künftige Erscheinungsbild schon jetzt bei der Planung des Grieser Stegs mitgedacht werden. Zum Beispiel gestufte Zugänge zum Wasser, weiträumig auch im Zusammenhang mit ebensolchen bei der Ufergestaltung im Umgriff des Holzgartenstegs, integrierte Gestaltung des Hochwasserschutzes und vieles mehr. Dann zum selben Thema von Frau Cornelia Wabra. Wie schaut es mit der gestalterischen und zeitlichen Abstimmung mit den Hochwasserschutzmaßnahmen aus? Was ist dort der aktuelle Planungsstand? Wie kann eine lange Beeinträchtigung des Naherholungsgebiets der Anwohner und der Tierwelt durch Baumaßnahmen verhindert werden? Dann zum selben Thema von Joachim Buck. Beim Neubau des Grieser Stegs müssen meines Erachtens der Hochwasserschutzabschnitt G statt am Hof Gries und der Holzgartensteg schon jetzt in der Planung konzeptionell berücksichtigt werden, auch wenn sie erst mittelfristig realisiert werden. Zum Hochwasserschutzabschnitt G statt am Hof habe ich außerdem die Frage, wann dieser Abschnitt voraussichtlich in die vertiefte Planung gehen wird. Vorsichtshalber rege ich schon jetzt an, beim Hochwasserschutzabschnitt G die Hochwasserschutzmauer zwischen dem Grieser Steg und dem Kinderspielplatz nach Norden näher in Richtung Salzgasse zu verschieben, um auf diese Weise wasserseitig der Hochwasserschutzmauer durch potenzielle Abgrabungen die gestalterischen Spielräume erweitern und Retentionsvolumen vergrößern zu können. Die beigefügten Planausschnitte datieren vom 19.01.2017. Aha. Wann circa rechnet die Stadt Regensburg bzw. das Wasserwirtschaftsamt Regensburg mit der Einleitung des wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahrens? Dann von Ludwig Daxler. Mit dem Grieser Steg soll gleichzeitig auch eine circa 300 Meter lange Hochwasserschutzmauer entlang der Wassergasse gebaut werden, um die dortigen Häuser gegen das Hochwasser zu schützen. Von Frau Susanne Kraus. Auch ist uns als Anwohner am Gries wichtig, dass hier alles mit Maß und Ziel stattfindet bei der Sanierung. Uns erschließt es sich nicht wirklich, warum man für ein paar Tage alle paar Jahre einen monströsen Hochwasserschutz dort realisieren muss. Wenn wirklich mal Hochwasser ist, kann man auf andere Übergänge ausweichen. Die Vorstellung, dass die Brücke deutlich erhöht wird, wird der Umgebung nicht gerecht. Das waren jetzt alle Anmerkungen und Fragen zum Thema Hochwasserschutz. Beantworten kann das der Herr Becher oder Stellung dazu nehmen. Ja, danke, Frau Oberbürgermeister. Zunächst eine Ausführung zu den Fragen der Zuständigkeit. Die Planungen zum Hochwasserschutz liegen in der Zuständigkeit des Wasserwirtschaftsamts Regensburg. Für den Hochwasserschutz wurde seinerzeit ein Planungswettbewerb unter Beteiligung von Ingenieuren und Landschaftsarchitekten durchgeführt. Auch die Objektplanung erfolgt nun durch Teams aus Bauingenieuren und Landschaftsarchitekten. Die Ufergestaltung ist Bestandteil des Hochwasserschutzprojekts Unterer Wörth, beziehungsweise auch Stadt am Hof. Der Untere Wörth ist in Bearbeitung und geht auf die Planfeststellung zu. Der Stadt am Hof steht die Bearbeitung noch bevor. Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und dem Wasserwirtschaftsamt ist derart, dass die Projekte regelmäßig aufeinander abgestimmt werden. Das ist allein schon wegen der technischen Anforderungen, die der Hochwasserschutz an den Grieser Steg stellt, unumgänglich. Die Planung zum Hochwasserschutzprojekt ist auf den ersten Blick schon deutlich weiter als der Grieser Steg. Da bei Hochwasserprojekten allerdings relativ zeitaufwendige Planfeststellungsverfahren erforderlich sind, gehen wir davon aus, dass der Grieser Steg diesen Vorsprung der Hochwasserschutzplanung problemlos aufholen wird, sodass wir wahrscheinlich ab dem Jahr 23, 24 sowohl mit dem Hochwasserschutz als auch mit dem Grieser Steg beginnen können. Zur Bürgerbeteiligung. Anregungen zum Hochwasserschutz müssen direkt beim Wasserwirtschaftsamt, zum Beispiel im Rahmen des bevorstehenden Planfeststellungsverfahrens für den Unteren Wörth, eingebracht werden. Dieses Planfeststellungsverfahren läuft bei der Unteren Wasserrechtsbehörde und ist offen für die Bürger. Vorziehen von Teilen des Hochwasserschutzes.
Ein Fragesteller fordert, Teile des zukünftigen Hochwasserschutzes in Stadt am Hof zeitlich vorzuziehen. Das ist zum einen wegen der fehlenden Zuständigkeit der Stadt nicht möglich. Es ist aber auch wenig sinnvoll, da der Hochwasserschutz nur als Ganzes funktioniert. Stadt am Hof ist nur im Rahmen einer Gesamtlösung sinnvoll, gegen Hochwasser zu schützen. Dasselbe gilt natürlich auch für den unteren Wörth. Wenn mit dem unteren Wörth begonnen wird, den Hochwasserschutz zu realisieren, muss es dann auch zügig durchgeführt werden, sodass nach einer gewissen Zeit der untere Wörth komplett geschützt ist. Und dann spielt der Grieser Steg eben auch eine wichtige Rolle, denn in der heutigen Form könnte der Grieser Steg in einem solchen Hochwasserschutz nicht mehr korrekt existieren. Jetzt zu dem Thema Verzicht auf Höherlegung des Grieser Stegers. Eine Fragestellerin bemerkt, dass es wegen ein paar Tage alle paar Jahre nicht erforderlich sei, monströse Bauwerke zu errichten. Der Hochwasserschutz dient der Sicherung von Eigentum, Gesundheit und Leben der Betroffenen. Ein Brückenneubau, der die Anforderungen an den Hochwasserschutz nicht erfüllt, wäre nicht genehmigungsfähig nach bayerischer Rechtsprechung und damit auch nicht zuschussfähig und förderfähig, sodass ein solcher Steg mit seinen erheblichen Kosten von der Stadt alleine zu tragen wäre. Aber dazu käme es gar nicht, weil es zuerst schon kein Rechtsverfahren gibt, in dem ein nicht hochwasserschutzfreier Steg genehmigt werden kann. Sachstand und Zeitplan Wasserwirtschaftsamt. Die für den Grieser Steg veröffentlichten Pläne von 2017 stellen den letzten offiziell verbreiteten Sachstand der Planungen des WWA, des Wasserwirtschaftsamtes, dar. Intern wurde das Projekt beim Wasserwirtschaftsamt weiter bearbeitet. Für den Hochwasserschutz unterer Wörth werden bereits die Genehmigungsunterlagen erstellt, sodass voraussichtlich Mitte 2021 das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden kann. Mit dem Baubeginn ist derzeit Anfang 2025 zu rechnen. Für den Hochwasserschutz Stadt am Hof gibt es noch keinen gültigen Zeitplan. Voraussichtlich in 3 bis 5 Jahren wird mit den Planungsleistungen begonnen. Danke. Okay, danke. Das war es jetzt zu den Fragen zum, und Anregungen zum Hochwasserschutz. Jetzt kommt ein Thementeil Holzgartensteg. Da hat die Frau Wabra geschrieben, die Realisierung des Holzgartenstegs ist mittlerweile sehr ungewiss, nicht absehbar. Damit hat diese Anschlussfähigkeit wohl nicht mehr die oberste Priorität. Der Grieser Steg wäre nicht primär die Weiterführung der geplanten Radeltrasse. Müsste ein neuer Grieser Steg damit realistischerweise nicht eher so geplant werden, dass er, sollte der Holzgartensteg doch noch irgendwann kommen, anschlussfähig wäre? Und Jonas Sonnleitner hat geschrieben, in der Leistungsbeschreibung zur Planungsausschreibung ist öfter die Rede davon, auch Rad- und Fußgängerverkehre, die vom noch nicht realisierten Holzgartensteg kommen, mit zu beachten. Dies ist aus meiner Sicht ein ganz zentraler Punkt. Der Holzgartensteg ist ein Schlüsselprojekt einer zukunftsweisenden und nachhaltigen Stadtentwicklung Regensburgs und sollte unbedingt weiter vorangetrieben werden. Einerseits wegen der übergeordneten Bedeutung als aktuell fehlende direkte Verbindung zwischen Innenstadt und nördlichen Stadtteilen für Fußgänger und Radfahrer. Andererseits aber auch für die Anwohner sowohl aus Paarstraße, Holzgartenstraße, zu denen ich gehöre, auf der einen, als auch die Stadt am Hofer, wo ich aufgewachsen bin und meine Eltern immer noch wohnen, auf der anderen Seite. Die fehlende kurze Verbindung zwischen beiden Quartieren merkt man jedes Mal aufs Neue und wäre nach der Realisierung eine selbstverständliche Verknüpfung und würde die Stadt zusammenwachsen lassen. Außerdem würde dies dem Bereich Holzgartenstraße Maria-Bär-Platz sehr gut tun, da zusätzlicher Durchgangsverkehr auch der dringend benötigten Belebung dieses Bereichs dienen würde. Ja, das beantworte jetzt ich. Wir haben ja jetzt gerade unsere Haushaltsberatungen in den verschiedenen Ausschüssen auch schon zum Teil hinter uns und wollen unseren Haushalt mit der Investitionsplanung im Dezember beschließen. Wir haben den Holzgartensteg da aus der mittelfristigen Investitionsplanung rausgeschoben. Das ist
der Tatsache geschuldet, der es auch geschuldet ist, dass wir hier nicht persönlich mit Ihnen diskutieren können, nämlich den Auswirkungen der Corona-Pandemie und den Auswirkungen, die sie auf unseren Haushalt hat und auf unsere Einnahmensituation. Und der Holzgartensteg gehört jetzt zu den Projekten, die wir nicht direkt jetzt weiter planen und bauen werden. Mir tut es wirklich sehr leid. Sie wissen vielleicht alle, dass ich mich sehr dafür eingesetzt habe, dass wir dieses Projekt realisieren können. Und die Aufgabenstellung für den Griesersteg ist aber trotz alledem in der Auslobung schon so beschrieben, dass auf den Holzgartensteg und die Verbindung dahin auch Rücksicht genommen werden soll. Beziehungsweise das Ziel soll sein, dass der neue Griesersteg mit und ohne Holzgartensteg funktioniert, als ein in sich schlüssiges Bauwerk mit jederzeit nachvollziehbaren Wegeanschlüssen, also auch ohne Holzgartensteg, nicht nur auf den bezogen. Aber ich gehe davon aus, dass man diese Hinweise in der Aufgabenstellung noch deutlicher formulieren kann. Ich schaue zu Frau Schimpfermann-Kammann. Gut, dann haben wir einen nächsten Themenkomplex zum Wettbewerb und zu den Planungsteams geht es da hauptsächlich. Da schreibt wieder Professor Walter Weber. Das ist jetzt manchmal vielleicht ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, denn wir haben einzelne Anregungen, die länger waren und zu verschiedenen Themen waren, einfach geteilt und diesen Themen zugeordnet. Und deswegen geht es jetzt unvermittelt los mit deshalb. Deshalb ist ein Ingenieur-Architekten-Wettbewerb unter verbindlicher Beteiligung von Landschaftsplanern die zielführendste Herangehensweise. Es darf nicht wieder, wie leider bei vielen städtischen Baumaßnahmen der letzten Zeit passieren, dass Gestaltqualität und damit die Stadtqualität unseres Welterbes auf der Strecke bleibt. Cornelia Wabera schreibt dazu, in Punkt 3.3 wird der Landschaftspflege hohe Priorität beigemessen. Das entspricht der Situation an den Flussarmen, die einmalig ist und erhalten werden muss mitten in der steinernen Stadt. Inwieweit sind Landschaftsgestalter in die Planung und Realisierung einbezogen? Und Joachim Buck schreibt, durch beide Projekte, Hochwasserschutz und Griesersteg, wird sich das landschaftsgestalterische Erscheinungsbild des sogenannten Grieserspitz sehr deutlich verändern, unter anderem durch die Höhe und Lage der Hochwasserschutzmauer sowie die künftigen Wegeführungen. Ich rege deswegen an, dass die Bearbeiterteams im Verhandlungsverfahren Griesersteg verpflichtend aus Ingenieuren, Architekten und Landschaftsplanern bestehen müssen, damit diese künftigen Veränderungen bereits jetzt konzeptionell berücksichtigt werden. Und Erwin Lehner schreibt, vielleicht wäre ein Planungswettbewerb bei diesem komplexen Thema hilfreich gewesen, aber es war ja nicht einmal mehr die Bürgerbeteiligung gewünscht. Und Susanne Kraus schreibt, bitte halten Sie am ursprünglichen Wettbewerbsverfahren fest. Dazu nimmt jetzt die Frau Schimpfermann Stellung, bitte. Ja, das mache ich sehr gerne. Dass uns Bürgerbeteiligung ernst ist und dass wir sie sehr ernst nehmen, ich glaube, das zeigt schon, dass wir heute eine solche Veranstaltung durchführen, in dem zu den Aufgabenstellungen des Wettbewerbs bzw. des Verhandlungsverfahrens auch Anregungen eingebracht werden können, die wir auch dann aufnehmen werden. Ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen, den Vorwurf, dass in letzter Zeit Gestaltqualität und Stadtqualität auf der Strecke bleiben. Wir haben eigentlich die ganzen Bereiche, die wir jetzt auch in den letzten Jahren entwickelt haben, denken Sie nur an die Donaulände, den Bereich Schwanenplatz etc., über Wettbewerbe erarbeiten lassen und insofern auch die Qualität entsprechend sichergestellt. Mir ist es ein besonderes Anliegen, dass natürlich gerade im Welterbe, aber auch im gesamten Stadtgebiet die Qualität erreicht wird und auch erhalten wird, beziehungsweise auch weiter gefördert wird. Und dazu gehören natürlich Wettbewerbe und der Planungswettbewerb, den wir ursprünglich durchführen wollten, Herr Becher hat es vorhin erläutert, wird jetzt durch ein Verhandlungsverfahren ersetzt, in dem aber ein wettbewerblicher Teil natürlich integriert ist. Und wie bei dem Planungswettbewerb beim Holzgartensteg werden wir auch hier feste Bewerbergemeinschaften aus den Bereichen Ingenieurbauwerke und Freianlagenplanung mit einbeziehen, die sich für diesen Wettbewerb bewerben können. Auch für den Griesersteg wird die Beteiligung von Architekten empfohlen. Insofern ist die Forderung nach fachübergreifender Planung erfüllt, Ingenieure, Landschaftsplaner und Architekten.
Im Rahmen des Vergabeverfahrens werden die Büros mehrere Gestaltungsvorschläge vorbringen und die Stadt wird mit einer Jury aus diesen Vorschlägen eine technisch sinnvolle und gestalterisch auch ansprechende Lösung für die weiteren Planungen entwickeln. Insofern glaube ich, dass die Anregungen, die jetzt hier gegeben worden sind, auch wenn es ein anderes Verfahren ist, ein Verhandlungsverfahren statt dem ursprünglich geplanten Planungswettbewerb, die Qualität für den Grieser Steg, der ja in dem Bereich im Welterbe liegt und auch von der Gestaltung gut ausgeprägt sein muss. Er muss sich ins Stadtbild einfügen, er muss sich ins Landschaftsbild einfügen. Ich glaube, diese Anforderungen sind dadurch auch erfüllt. Danke. Dankeschön. So, und jetzt kommen wir zu einem Komplex-Trasse-Brückentyp. Joachim Buck hat da geschrieben, ich rege an, die Trassenalternative 3, Knick am Nordufer der Jahninsel, nochmals zu prüfen. Diese Trassenführung bietet meines Erachtens mehrere bisher nicht berücksichtigte Vorteile. Das Brückenbauwerk könnte gestalterisch und konstruktiv in eine Nord- und eine Südbrücke aufgeteilt werden. Der Richtungswechsel, Knick, bietet die gestalterische Option, einen Verweil- oder Aufenthaltsort auf der Brücke zu schaffen. Außerdem könnte an dieser Stelle mittelfristig der künftige F&R-Weg vom Holzgartensteg über eine weitere kurze Brücke an den Griesersteg Richtung Süden angedockt werden. Mittelfristig ergäbe sich dadurch eine umgekehrte Y-Trasse. Konstruktiv wäre der Knickpunkt ein idealer Standort für einen mäßig hohen Pylon, von dem die Nord- und Südbrücke jeweils als Schrägseilbrücken abgespannt werden. Die Höhe des Pylons kann gegenüber der verworfenen Pylonalternative reduziert werden, da in jede Richtung jeweils nur die halbe Länge abgespannt werden müsste. Die Höhe der tragenden Konstruktion sollte meines Erachtens minimiert werden. Deswegen rege ich an, die Konstruktion einer Schrägseilbrücke mit mittigem Pylon, wie unter zweitens beschrieben, zu überprüfen. Und Wolfgang Bogi schreibt dazu, er kennt die Anregung vom Herrn Buck, das Y finde ich eine gute Idee. So, da sagt jetzt erstmal der Herr Becher was dazu. Ja, bisher gibt es keine bevorzugte Variante für die Lage der Brücke. Die Stadt will hier den Planungsideen der Bewerber nicht vorgreifen. Auch die in der Machbarkeitsstudie aufgezeigten 5 Lösungen für die Lagevariante sind nicht verbindlich. Eine dreiarmige Brücke, wie Herr Buck sie anregt, bietet vielleicht Vorteile bei der Wegführung. Es müssen aber auch Nachteile bedacht werden. Es würden 3 statt 2 Brückenüberbauten benötigt. Also eine im Süden und 2 im Norden. Dadurch würden die Brückenbaukosten, grob gesagt, um etwa 50% ansteigen. Es wäre auch zu berücksichtigen, welche Variante den größeren Eingriff in die Grünanlagen bedeuten würde. Die Verknüpfung der Radverkehrsströme auf der Brücke ist vermutlich konfliktbehaftet, da dies ja nur in einem sehr engen Bereich auf der Konstruktion der Brücke geschieht und nicht auf der Nordseite zum Beispiel im Landschaftsbereich. Aus heutiger Sicht scheint es fraglich, ob der Vorteil für die Wegeführung diese Nachteile rechtfertigen würde. Lösungen mit Pylon wurden in Abstimmung mit dem Welterbesteuerungskomitee ausgeschlossen. Es wurde die begründete Gefahr gesehen, dass eine Brücke mit Pylon zu auffällig im Welterbe sich darstellt. Und der Grieser Steg liegt voll in dem Welterbeumgriff. Er liegt nicht am Rand, sondern er liegt im Welterbeumgriff. Und deshalb sind auch die Einwendungen des Welterbes hier zu beachten. Und ich glaube, man tut der Lösung keinen Gefallen, wenn man jetzt mit diesem Pylon wieder eine Lösung aufgreift, die eigentlich schon verworfen ist. Danke. Dankeschön. Das war jetzt alles zur Beantwortung, oder? Gut. Dann kommen einige Stellungnahmen zur Breite des Grieser Stegs. Die erste von Cornelia Wabra.
Die neue Breite des Grieser Stegs soll 6,50 Meter betragen. Das sind 2 Meter mehr als jetzt. Das ist mehr als die sogenannte Lastwagenbegegnungsbreite. Hier begegnen sich Fußgänger und Radfahrer. Etwas eng ist es lediglich zeitweise im Sommer. Gefährlich wird es nur durch Radraudis und Rollerfahrer. Die fühlen sich durch eine breitere Brücke nur noch animiert. Ich verstehe diese Breite nicht und bin für eine realistische, minimal breitere Brückenplanung, die sich auch auf beiden Seiten gut an die vorhandenen Straßenbreiten anschließen würde. Und dann schreibt Lisa Kreuzmann, einen Neubau des Grieser Stegs aus Sicherheitsgründen begrüße ich. Eine Verbreiterung des Stegs aber wäre ein fataler Fehler, weil damit die jetzige Nutzung durch Fußgänger und alle Radfahrzeuge ohne Motor ausgeweitet wird. Seit circa 30 Jahren radle ich täglich 4-mal über den Steg. Die Stegbreite reicht für alle jetzigen Nutzer. Es wird überwiegend aufeinander Rücksicht genommen. Eine Verbreiterung birgt die Gefahr der Nutzung durch motorisierte Fahrzeuge. Und auch Krankenwagen können, wie in den letzten circa 70 Jahren, die steinerne Brücke nutzen. Eine Verbreiterung des Stegs wäre auch aus ästhetischen Gründen eine Sünde. Der Charme des schmalen, unaufdringlichen Stegs über den Flussarmen und unter den Bäumen wäre dahin. Und Joachim Buck schreibt, die von der Verwaltung vorgeschlagene Breite 6,50 Meter halte ich im Vergleich mit bestehenden Fuß- und Fahrradbrücken in Regensburg für zu breit. Der Eiserne Steg und der Fußgänger- und Radfahrersteg über den Main-Donau-Kanal östlich der Pfaffensteiner Autobahnbrücke sind deutlich schmaler, circa 3,50 Meter bis 4 Meter, und bewältigen die dortigen Fußgänger- und Radfahrerfrequenzen nach meiner Beobachtung weitgehend problemlos. Die Verwaltung sollte mindestens abschätzen, wie viele Fußgänger und Radfahrer diese bestehenden Brücken pro 24 Stunden benutzen und danach die Breite für den künftigen Grieser Steg ausrichten. Meines Erachtens ist eine Breite von circa 5 Metern ausreichend bei einer gegenwärtigen Breite von circa 4 Metern. Und Erwin Lehner schreibt, die geplante Breite von 6,50 Meter halte ich für einen reinen Fußgänger- und Fahrradweg völlig überdimensioniert. Die aktuelle Breite ist 3,81 Meter. Bodenfläche mit den Seitenteilen kommt man auf eine Breite von 4,60 Meter. Es geht aus den Unterlagen nicht hervor, ob bei 6,50 Meter von der Fahrbahnbreite die Rede ist oder von der Gesamtbreite. Es ist natürlich sinnvoll, dass Versorgungsfahrzeuge im Bedarfsfall die Brücke benutzen sollen. Aber das muss ja wohl nicht für den Begegnungsverkehr möglich sein. Beim oben genannten Bemessungsfahrzeug Feuerwehr ist eine Breite von 2,50 Meter zugrunde gelegt. Rechnet man Sicherheitsabstände dazu, kommt man bei langsamer Fahrt auf 3 Meter Platzbedarf. Das würde im Begegnungsfall 6 Meter bedeuten. Es stehen immer noch 50 Zentimeter zur Verfügung. Ich weiß nicht, wie dieser Plan mit den oben postulierten Vorgaben, vor allem im denkmalpflegerischen und landschaftspflegerischen Bereich, in Einklang zu bringen ist. Ist die oben genannte denkmalpflegerische Erlaubnis bei dieser Größe selbstverständlich? Ich hoffe, meine Gedanken bringen einen Umdenkprozess in Gang, sodass ich nicht befürchten muss, dass hinter diese Breite von 6,50 Meter eigentlich der Wunsch steht, dass diese Brücke eines Tages für einen kleinen Durchgangsverkehr geöffnet wird. Schließlich haben schon 2 Bürgermeister laut mit diesem Gedanken gespielt, und ich weiß nicht, ob dieser Gedanke den Spitzen der Verwaltung völlig fremd ist. Solange kein Gesamtkonzept für den Radverkehr besteht, halte ich es für falsch, an einer Stelle ein überdimensioniertes Bauwerk hinzuklotzen. Das Vorher und das Nachher wären auch wichtig. So, Herr Becher, fangen Sie an, oder der Herr Großmüller? Ja, vielen Dank, Frau Oberbürgermeisterin. Schönen guten Abend auch von mir. Mein Name ist Thomas Großmüller. Ich bin der Nahmobilitätskoordinator der Stadt Regensburg und damit für den Fuß- und Radverkehr in vielen Fragen zuständig. Um es gleich vorweg klarzustellen, es besteht überhaupt nicht die Absicht, dass auf dem Grieser Steg in Zukunft andere Verkehrsmittel, andere Fahrzeuge fahren sollen als die, die jetzt auch zugelassen sind. Das heißt, Fußgänger, Radfahrer und eben noch die Mofas, die ausnahmsweise zugelassen sind.
Wir haben im Umfeld des Grieser Stegs jetzt auch gerade im letzten und vorletzten Jahr Erhebungen durchgeführt. Wir haben den Radverkehr gezählt und wir haben auch Abschätzungen über das Radverkehrsaufkommen für den Holzgartensteg. Und da würden wir in Summe leicht und locker auf ein Radfahreraufkommen auf dem Grieser Steg von 4.000 Radlern kommen. Und wir haben es ja in der Präsentation am Anfang gesehen. Ich weiß nicht, ob wir das Bild vielleicht sogar noch mal einblenden können. Auf der Folie 4 war in der Mitte eine Szene, wie das Verkehrsaufkommen sich im Sommer dort abspielt. Und da sind wirklich Heerscharen von Menschen unterwegs. Das ist ein ordentliches Aufkommen, was da sich abspielt. Und deswegen sind wir der festen Überzeugung, dass wir den Steg in jedem Fall verbreitern müssen. Die Breite von 6,50 Meter, die resultiert nicht daraus, dass sich irgendwelche Fahrzeuge unbedingt dort begegnen müssen, sondern es gibt Richtlinien und Regelwerke für die Bemessung von Straßen und Wegen. Und wenn man sich an denen orientiert, dann kommt man ganz schnell auf diesen Wert, wenn man nur die Flächen für die Fußgänger und für die Radfahrer bei diesen Verkehrsmengen addiert. Sie sehen jetzt hier auch nochmal das Bild. Wir stellen auch immer wieder fest, dass auf der Brücke in den Sommermonaten Fahrräder abgestellt werden. Das sind die Besucherinnen und Besucher der Bademöglichkeiten am Wörth und auf der Jahninsel. Wir werden das sicherlich auch nicht beim Neubau abstellen können, dass die Fahrräder nur jenseits der Brücke abgestellt werden. Aber noch was ganz anderes ist, denke ich, wichtig. Wir wollen diese Brücke auch als Begegnungsraum verstehen, als Aufenthaltsfläche. Da werden sicherlich auch mal Menschen sich treffen. Sie werden auf den Fluss schauen, auf die Wasserflächen. Und dann sollen auch weiterhin natürlich die Fußgänger und die Radfahrer daran vorbeikommen. Und wir wollen die Konflikte, die es jetzt schon gibt, minimieren. Ich hatte schon gesagt, wir haben schon Zählungen durchgeführt. In der Andreasstraße sind es etwa 1.500 Radelnde und perspektivisch für den Holzgartensteg 2.500. Und wenn man bedenkt, dass ja jetzt dieses Provisorium Griesersteg 70 Jahre gehalten hat, müssen wir natürlich einkalkulieren, dass der Holzgartensteg kommt, auch wenn er jetzt erst einmal aus finanziellen Gründen geschoben wird. Die Stadt Regensburg hat sich auf die Fahnen geschrieben, den Radverkehr weiter zu fördern. Wir sind bei 24% Radverkehrsanteil, der soll noch auf 30% gesteigert werden. Wir haben inzwischen über 10% E-Bike-Anteil und wir haben ein ganz erfolgreiches Programm zur Förderung von Lastenrädern umgesetzt und werden es auch noch weiterführen. Und all diese Fahrräder, all diese Anforderungen bedingen, dass wir entsprechend auf diese Breite gehen. Vielen Dank. Gut, sagen Sie jetzt da auch noch was dazu, Herr Becher, oder war das jetzt erschöpfend, was der Herr Großmüller gesagt hat, zur Breite? Mhm. Gut, jetzt habe ich noch was zu vibrieren und schwingen. Frau Eva Grunwald sagt, der Neubau des Grieser Stegs soll nicht mehr vibrieren und schwingen, wenn Jogger darüber laufen. Dazu kann jetzt der Herr Becher was sagen. Ja, ein Brückenneubau muss den aktuellen Vorschriften entsprechen. Die neue Brücke wird daher deutlich steifer sein als die jetzige. Theoretisch kann es trotzdem vorkommen, dass eine Brücke trotz sorgfältiger Planung nach der Fertigstellung Schwingbeiwerte zeigt. Für diesen Fall ist es standardgemäß vorgesehen in der Planung, dass Schwingungsdämpfer eingebaut werden können, auch nachträglich. Das heißt, das Problem des Schwingens dürfte eigentlich dauerhaft an einem modernen Steg nicht auftreten. Okay, gut. Dann kommt ein Thema, das heißt Rampenantrittshöhen. Da schreibt Herr Joachim Buck: Außerdem rege ich an, die Rampenantrittshöhen in der Broskestraße und am Gries möglichst auf den Bestandshöhen zu belassen,
um die für den Hochwasserabfluss erforderliche Lichtehöhe der Konstruktionsunterkante zu erreichen, sollte meines Erachtens geprüft werden, ob die Brücke nicht an beiden Seiten Anstiege mit ca. 4,5%iger Längsneigung haben kann. Dadurch würde sich gestalterisch ein sehr deutlicher Brückenscheitel ergeben. Abflusstechnisch müssten die dann in den HW100 Wasserspiegel eintauchenden Brückenwiderlager mit der deutlich höheren Scheitelhöhe ausgeglichen werden, wie es meiner Erinnerung nach auch beim Neubau der Eisernen Brücke praktiziert wurde. Fragezeichen. Nach meiner überschlägigen Rechnung würden die Antrittsunterkanten dann jeweils bei 333,25 liegen, die Konstruktionsunterkante im Brückenscheitel bei ca. 336,0. Es ergäbe sich also deutlich ein längst gewölbte Brücke. Und T. Weihrauch schreibt, ach nee, da geht es um Radabstellanlagen. Das war alles zu Rampenantrittshöhen, Herr Becher. Ja, also eine genehmigungsfähige Brücke, Herr Buck, darf auf keinen Fall in das 100-jährige Hochwasser eintauchen. Wo die Stadt in den vergangenen Jahrzehnten Ausnahmegenehmigungen erhalten hat durch die Wasserwirtschaft, ist ein Eintauchen ins Freibord, sodass also im Randbereich, im Uferbereich die Brücke bereits auf den Freibord verzichten kann. Das bringt 50 Zentimeter von der Höhe her. Ein Eintauchen in das Hochwasser selber ist heute auf keinen Fall mehr möglich. Das wird von der Wasserwirtschaft abgelehnt und wird nicht genehmigt. In den Freibord darf der Brücke deshalb eintauchen oder eigentlich nur dann eintauchen, wenn durch ein hydraulisches Gutachten nachgewiesen ist, dass dadurch keine schädlichen Auswirkungen auf Dritte stromaufwärts durch Aufstau entstehen. Ein vorab beauftragtes überschlägiges Gutachten hat gezeigt, dass dies möglich wäre. Für die neue Brücke muss es aber auch im konkreten Fall noch nachgewiesen werden. Also wenn die Brücke neu geplant ist, muss für die geplante Brücke dieses hydraulische Gutachten wiederholt werden. Aus der Bedingung immer über HW 100 ergeben sich zwangsweise Rampen auf der Nord- und Südseite, die auch durch eine größere Längsneigung der Brücke nicht aufgehoben werden können. Rampen und Anpassungen in der Broskestraße und in Stadt am Hof sind daher leider nicht zu umgehen. Okay. Das nächste Thema sind Fahrradstellplätze. T. Weihrauch fragt oder schreibt, Radabstellanlagen für rund 15 Räder laut Planungsaufgabe sind deutlich zu wenig und stehen in merkwürdigem Kontrast zu den Pkw-Stellflächen, zum Beispiel auf dem Parkplatz Unterer Wörth. Mit 15 Plätzen kann niemand einem, ich zitiere auch hier aus der Planungsaufgabe, massenhaften Abstellen von Rädern auf der Brücke entgegenwirken. 15 scheint mir das Gegenteil von massenhaft. Bitte, Herr Großmüller. Ja, zunächst einmal müssen wir hier einen kleinen Übertragungsfehler eingestehen. Gemeint waren nicht 15 Radabstellplätze, sondern 15 Radabstellbügel. Und die klassischen Bügel, die wir in der Altstadt einsetzen, nehmen ja immer zwei Fahrräder auf. Das heißt also, wir reden hier schon mal über die doppelte Anzahl an Fahrrädern, die schon abgestimmt sind und eingeplant werden sollen. Das werden wir natürlich korrigieren. Die andere Thematik ist die, wir werden sicherlich im Sommer nie den Bedarf befriedigen können. Und wir haben auch nicht unbedingt die Illusion, dass wir die Menschen dazu bringen können, dass sie ihre Räder tatsächlich vor der Brücke abstellen. Ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, sondern die werden weiterhin auch ihre Räder auf der Brücke abstellen wollen. Insofern werden wir gar nicht alle Räder dort sammeln können. Das andere ist, im Winter gibt es überhaupt keinen Abstellbedarf in dem Bereich. Dann hätten wir dort eine ganze Batterie an Radabstellanlagen, die dann mindestens 6 Monate im Jahr eigentlich nicht gebraucht wird.
Und deswegen überlegen wir jetzt, damit sich dort dann an den Anlagen auch kein Radlfriedhof aus Schrotträdern ansammelt, dass wir möglicherweise auch mit mobilen Anlagen dann operieren, wenn sich der Bedarf tatsächlich so ergeben würde und wir da das Radlaufkommen dann so steuern könnten. Das wird dann entweder auf einer oder sogar auf beiden Seiten des Steges dann mobile Anlagen ergänzend aufstellen, um dem Bedarf dann auch gerecht zu werden. Okay, Sie können eigentlich gleich da bleiben, Herr Großmüller, weil das nächste Thema ist das Radfahreraufkommen in Holzgartensteg. Da schreibt Erwin Lehner: Wie kommen Sie auf die Zahl von 2500 Radfahrern, die täglich aus dem Osten den Grieser Steg anfahren? Liegen Ihnen Zahlen vor, wie viele Radfahrer heute aus dem Norden, Nordwesten, Nordosten kommen, die Steinerne Brücke benutzen, wie viele die Nibelungenbrücke? Gibt es Untersuchungen, wie viele Einpendler zukünftig aufs Rad umsteigen werden, falls der Holzgartensteg einmal stehen sollte? Wird dann die jetzige Trassenführung noch aktuell sein? Die jetzt geplante Trassenführung ist sehr verwinkelt. Regelmäßige Radfahrer bzw. Pendler lieben es, rollen zu können. Glaubt man im Baureferat wirklich, dass ein Radfahrer eine sichere, geradlinige Route von der Nibelungenbrücke verlässt, über Spitzkehren, Steigungen und Winkel den Grieser Steg anfährt und sich dann mit diesen 2500 Radlern nach der Proske-Straße einen handtuchbreiten Fahrradweg teilt, damit er sich beim Kolpinghaus zwischen zwei sich begegnenden Gelenkbussen einordnen kann, um links abbiegen zu können? Ihre Zahlen sind in meinen Augen Wunschdenken. Bitte schön. Ja, wir haben es, denke ich, schon versucht, in den Beschlussvorlagen für den Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen, als wir uns mit dem Holzgartensteg befasst haben, darzustellen, wie diese Zahlen zustande gekommen sind. Das rührt noch aus dem Radverkehrsplan von 2012. Grundlage war seinerzeit eine Verkehrsmodellierung des Radverkehrs. Und da wurden auch einzelne Szenarien durchgespielt und eines davon war der Bau des sogenannten Holzgartenstegs. Und das Ingenieurbüro, das das für uns gemacht hat, hat seinerzeit ein Radverkehrsaufkommen von 1.900 Radlern für den Holzgartensteg prognostiziert, basierend auf den damaligen Bestandsdaten. Jetzt sind da schon ein paar Jahre ins Land gegangen. Der Radverkehrsanteil hat sich deutlich gesteigert. Ich hatte es schon vorhin angedeutet, von 19% auf 24%. Und der soll ja auch weiter gesteigert werden. Und parallel ist ja auch die Zahl der Einwohner in Regensburg und im Umland gestiegen, sodass also nicht nur prozentual, sondern auch absolut gesehen deutlich mehr Menschen das Fahrrad benutzen. Wir wissen außerdem, dass es zwischen dem Stadtnorden und der Altstadt und den südlichen Stadtteilen wirklich intensive Verkehrsverflechtungen gibt. Da reden wir alleine in dieser Relation Nord-Süd von 60.000 Wegen pro Werktag, allerdings hier zusammengenommen alle Verkehrsmittel. Aber ich glaube, das zeigt schon, dass die Zahl von 2.500 Radlerinnen und Radlern auf dem Holzgartensteg durchaus plausibel ist. Und wir haben auch Zahlen ja von anderen Brücken. Wir wissen zum Beispiel, dass auf der Eisernen Brücke 3.000 Radler jeden Tag fahren und auf der Steinernen Brücke noch einmal deutlich mehr. Dann kam noch so der Hinweis die Botschaft, dass ja die angrenzenden Wege und Straßen wohl nicht geeignet wären, um diesen Verkehr aufzunehmen. Und damit werden wir uns natürlich dann auch beschäftigen. Also wenn es soweit ist, dass der Holzgartensteg wirklich durchgeplant wird und realisiert wird, müssen wir uns auch mit den angrenzenden Wegen im Norden und im Süden beschäftigen und schauen, wo es da noch weitere Optimierungsmöglichkeiten gibt, damit diese Verkehrsmengen auch auf jedem Streckenabschnitt gut und sicher abgewickelt werden können. Danke. Okay, danke. Das waren jetzt die schriftlich eingegangenen Anregungen, Anmerkungen und Fragen. Jetzt haben wir aus dem Chat schon eine ganze Reihe Fragen. Die erste ist vom Thomas Eckert, der fragt, gibt es zu dem Verfahren eine Jury? Bitte schön, Frau Schimpfermann.
Ja, es wird auf jeden Fall in dem Verfahren auch eine Jury geben. In dem Verhandlungsverfahren ist ein konkurrierendes Verfahren, wettbewerbsähnlich eingeplant, in dem die teilnehmenden Bürogemeinschaften Lösungsvorschläge erarbeiten müssen, die dann durch eine Jury aus Fachpreisrichtern und Sachpreisrichtern beurteilt wird, was auch dann in die Wertung insgesamt für das gesamte Verhandlungsverfahren entsprechend einfließt. Danke. Jetzt haben wir fünf Fragen von Frau Gerda Peter. Die erste, der Holzgartensteg wurde zurückgestellt. Wie kann es sein, dass die Wegführung darauf ausgelegt werden soll? Die zweite ist, wie sollen die Anwohner gegen den zu erwartenden höheren Lärmpegel geschützt werden? Drittens, wie kommen die Ausmaße der Brücke zustande? Viertens, wieso wird kein Wettbewerb gemäß RPW durchgeführt? Fünftens, wenn Hochwasser entsteht, könnte der Steg ja gesperrt werden. Wurde das in die Überlegungen mit aufgenommen? Herr Becher, bitte. Die erste Frage habe ich leider verpasst. Wie das sein kann, dass die Wegeführung auf den Holzgartensteg. Ja. Aber ich kann es Ihnen auch rübergeben. Also ich glaube, die Fragen sind relativ einfach zu beantworten und sind auch schon beantwortet in der bisherigen Ausführung. Der Holzgartensteg wurde eben zurückgestellt. Er ist nicht weg, er ist zurückgestellt aus finanziellen Gründen und er wird wieder aufgegriffen werden. Und die Führung der Verkehrsströme der Radfahrer über den Grieser Spitz ist auch in einer neuen Planung auf jeden Fall eine Lösung, die untersucht und verfolgt werden muss. Und deshalb wäre es natürlich extrem schädlich, jetzt den Grieser Steg nicht auch auf diese Verkehrsströme auszulegen. Die zweite Frage zum Lärmpegel. Ein erhöhter Lärmpegel ist aus meiner Sicht an sich nicht zu erwarten, da die Fußgänger und Radfahrer sich natürlich in einem relativ ruhiger Art und Weise bewegen und weil hier auch ein, zumindest jetzt auf der Nordseite, Abstand ist von der Bebauung. Auf der Südseite in der Broske-Straße ist hier ebenfalls kein erhöhter Lärmpegel aus meiner Sicht zu erwarten, sodass hier vielleicht spricht die Frau Gerda Peter auch hier den Baulärm an. Das kann natürlich sein. Bei einer Untersuchung, bei einer Planung wird natürlich der Baulärm für die Brücke zu berücksichtigen sein. Wie kommen die Ausmaße der Brücke zustande? Ja, auf dieser Brücke, auf dem neuen Grieser Steg, bündeln sich eben im erwarteten Planungsfall Holzgartensteg und aber auch im Fall des Verkehrs durch die Andreasstraße, die ja auch natürlich umgebaut werden muss, wo zum Beispiel in der Andreasstraße das Parken reduziert werden müsste, um hier die Andreasstraße attraktiver zu machen für den Radverkehr. Heute entscheiden sich sicher in Stadt am Hof viele Radfahrer dazu, auf der Steinernen Brücke zu fahren, weil sie schon Angst haben, bei der Fahrt durch die Andreasstraße Konflikte zu erleben. Also die beiden Verkehrsströme, Andreasstraße, Holzgartensteg, bündeln sich im Bereich des Grieser Stegs und der Grieser Steg muss deshalb ausgelegt werden auf eine Breite, die diese Verkehrsströme aufnimmt. Man muss auch wirklich vor dem Hintergrund denken, dass die Steinerne Brücke immer mehr überlastet wird, dass sie nicht im Jahr 2020, da war das Corona-bedingt etwas weniger, aber im Normalfall haben wir im Sommer auf der Steinernen Brücke bereits so viele Touristen, dass es fast nicht mehr möglich ist, mit dem Rad durchzukommen, dass man absteigen muss. Und wenn hier eine attraktive Umleitungsstrecke da ist über den Grieser Steg, dann wird die auch angenommen und dann wird die Verkehr auch von der Steinernen Brücke abziehen. Die Frage nach dem Wettbewerb, nach RPW, ist, glaube ich, beantwortet.
Wir machen ein Verhandlungsverfahren, das einem Wettbewerb sehr nahe kommt und das ebenfalls auf Vorschläge ausbaut und das mit Hilfe einer Jury dann die beste und die tragfähigste Lösung auswählt. Die fünfte Frage: Wenn Hochwasser entsteht, könnte der Steg ja mitgesperrt werden. Es muss nochmal gesagt werden, der Steg ist im Hochwasserabfluss in seiner heutigen Lage und wenn er in der heutigen Lage neu gebaut wird, dann auch in der künftigen Lage ein Abflusshindernis. Und ein Abflusshindernis kann für den Hochwasserschutz sowohl von Unteren Wörth als auch von Stadt am Hof nicht in Kauf genommen werden. Das würde dazu führen, dass ein erheblicher Aufstau bei einem höheren Hochwasser entsteht und damit die Hochwasserschutzeinrichtungen sowohl am Unteren Wörth als auch in Stadt am Hof gefährdet bzw. überströmt. Also der Steg muss aus dem HB 100 raus. Es geht nicht darum, dass er nicht gesperrt werden könnte für die Radfahrer, sondern es geht darum, dass der Steg in den Hochwasserabfluss eingreift und deshalb aus dem Hochwasserabfluss heraus muss. Danke. Okay, nächste Frage von Sam Wagner. Was passiert während der Bauzeit? Gibt es einen Ersatzsteg, zum Beispiel für Schüler, Schülerinnen aus der Wörthstraße oder für den Zugang zur Jahninsel? Ja, also die Bauzeit und die Art und Weise, wie der Steg gebaut wird, ist zum Teil auch Bestandteil des Wettbewerbs, des VGV-Verfahrens. Hier können Vorschläge gemacht werden. Diese Vorschläge können verschiedenster Art sein. Da möchte man auch den Ingenieurgemeinschaften, den Planergemeinschaften gar nicht vorgreifen. Es kann zum einen natürlich dahin gehen, dass so ein Steg zum Teil neben dem bestehenden alten Steg gebaut wird. Es kann sein, dass der neue Steg auf eine sehr schnelle Art und Weise gebaut wird. Aber egal, wie die Vorstellungen sind, es gibt einen Knackpunkt und das ist die Einbindung des Stegs auf der Südseite in die Broskestraße. Diese Stelle ist nicht variabel. Das heißt, an dieser Stelle muss ein neues Widerlager gebaut werden und muss der neue Steg eingeführt werden. Und während das geschieht, ist der alte Steg weg. Der kann auch nicht verschoben werden oder irgendwo anders hin verlagert werden. Dazu ist er zu baufällig. Das heißt, es wird hier ein Zeitraum entstehen von einigen Monaten, in denen tatsächlich dieser Steg nicht vorhanden ist. Jetzt ist der Steg Schulweg. Wir gehen momentan davon aus, dass die beste Lösung es sein wird, für die Schüler einen Shuttle-Dienst einzurichten, der die Schüler rüberbringt in die Gerhardinger Schule. Es ist natürlich auch möglich, wenn jemand in einem anderen Abstand zum Steg wohnt oder wenn für ihn möglich ist, die steinerne Brücke als Ersatz zu nutzen, dass er das tut. Das ist ein Umweg natürlich über die steinerne Brücke, das muss man klar sehen, hängt aber natürlich auch davon ab, wo jeweils derjenige, der den Steg benutzen will, wohnt. Aber die Lösung, die uns vorschwebt, ist hier ja einen Shuttle-Dienst einzurichten, ein Ersatzsteg, ein provisorischer Steg, der während dieser Monate, in denen die Verbindung gesperrt ist, aufgebaut wird, würde wohl sehr viel Geld kosten. Ich gehe davon aus, dass das ein siebenstelliger Betrag ist, also ein Millionenbetrag ist. Das wird unter Umständen im Rechtsverfahren auch zu untersuchen sein. Ich muss aber davon ausgehen, dass das einfach für die Gesamtkosten zu belastend sein wird. Dankeschön. Jetzt ist die nächste Frage von Thomas Eckert. Muss eine Befahrbarkeit des Grieserstegs während des Hochwassers gegeben sein oder kann dies nicht auch die steinerne Brücke leisten? Also ich nehme an, es geht ja um Rettungsfahrzeuge oder? Also eine Befahrbarkeit ist zunächst mal
nur angedacht für Fahrzeuge, die den Steg unterhalten und bauliche Maßnahmen vorsehen. Es gibt theoretisch die Möglichkeit, dass, wenn mal der Hochwasserschutz verwirklicht ist am unteren Wörth und in Stadtam Hof, dass es dann unter Umständen eine Rückfallebene geben könnte für gewisse Einsatzfahrten oder Katastrophenfahrten vom technischen Hilfswerk, von der Feuerwehr, die diesen Steg als eine Rückfallebene hernimmt, um die Polder, die Hochwasserpolder zu verbinden. Das ist möglich. Natürlich kann für so eine Sache auch durchaus die steinerne Brücke benutzt werden. Allerdings ist die steinerne Brücke natürlich ebenso wie der Grieser Steg zu gewissen Zeiten natürlich dann steht der Bevölkerung zur Verfügung für Radfahrer und für Fußgänger. Und es kommt immer darauf an, in welchem Bereich hier so eine Katastrophenfahrt stattfindet. Das ist nicht hundertprozentig definierbar, ist auch kein Hauptargument für den Bau der Brücke in der Breitenform oder in der Tragwerksform, wie sie jetzt vorgesehen ist, sondern das ist allenfalls eine zusätzliche Sicherheit. Okay, dann gleich anschließend die nächste Frage von Toni Plommer. Könnte auch ein Emil-Bus von der Tragfähigkeit her über den Steg nach Stadt am Hof fahren? Ja, nehme ich an. Also wenn das Feuerwehrauto drüber fahren kann, wird der Emil auch drüber fahren. Man muss ja dazu sagen, dass die Verbindung über den Grieser Steg für Busse schon in früheren Jahren ausgeschlossen wurde. Natürlich von der Tragfähigkeit her ist vieles denkbar. Aber eine Verbindung, eine Busverbindung über den Grieser Steg ist eigentlich ausgeschlossen. So, dann will Herr Otto Kehrer wissen, wie gestaltet sich Ihrer Meinung nach die Hofzufahrt in die Broske-Straße 5? Ja, Herr Kehrer, das ist uns bewusst, dass das eine schwierige Sache ist bei Ihrem Haus. Sie müssen sowohl mit uns, wenn wir jetzt dann einen Planer haben, natürlich Kontakt halten. Sie müssen aber auch mit den Planern des Hochwasserschutzes unterer Wörth Kontakt halten. Die Zufahrt zu Ihrem Haus liegt in einem Bereich, der wahrscheinlich aufgefüllt werden muss. Einerseits sowohl vom Hochwasser her als auch vom Brückenbau her. Das wird sicher eine planerische Leistung sein, die zu erbringen ist, und wir hoffen da auf Ihr Entgegenkommen. Gut, ich frage jetzt gerade, ob hier noch Fragen aus dem Chat eingegangen sind. Eine kommt noch. Okay. Wolfgang Bogi schreibt, Rampenantrittshöhe, ist es gesichert, dass der Zugang zu dem südlichen Ufer Open-Air-Kino gegeben ist? Der Zugang zum südlichen Ufer, das ist praktisch dann gegenüber, also praktisch hinter dem Parkplatz in dieser Grünanlage. Ja, hinter dem Garagenhof praktisch. Ja, der Uferbereich praktisch von dem. Ja, also an dieser Stelle ist natürlich dann wieder die Belange des Hochwasserschutzes dominierend. Das heißt, eine Verbindung wird sicher möglich sein. An dieser Stelle muss aber der Hochwasserschutz natürlich gebaut werden. Und dem kann ich jetzt nicht vorgreifen. Ich kann jetzt hier nicht sagen, ob dieser Weg hinter diesem Garagenhof offen bleibt. Das ist sichergestellt, höre ich gerade, ja, also das ist sichergestellt. Jetzt eine Frage ohne Namen, anonym. Wird der bekannte Höhenfehler in der hydraulischen Untersuchung von 2015 korrigiert oder der Steg weiter pauschal 40 Zentimeter höher ausgelegt? Wird korrigiert. Also der Fehler wird korrigiert, selbstverständlich.
Dann habe ich jetzt keine weiteren Fragen mehr aus dem Chat, es sei denn, es kommen jetzt noch welche. Ansonsten, eine ist noch da, die kriege ich dann gleich. Ansonsten würde ich sagen, entweder Sie schreiben noch ein paar Fragen oder der Abend ist nicht allzu lang. Wir haben Zeit bis um 22 Uhr. Eigentlich wollten wir um 21 Uhr die Veranstaltung beenden. Um 22 Uhr müssen wir sie beenden. Bis dahin hätten wir noch Zeit, Fragen zu beantworten oder auch Anregungen entgegenzunehmen. Genau. Okay. Danke. Okay, Rainer Mayer sagt, gibt es eine Vorstellung, wie Abfahrtsrampen, die die Erhöhung ausgleichen müssen, auf Seiten des Andreasstadl im eh schon extrem beengten Areal dort mit entsprechendem Baumbestand realisiert werden kann? In der Broske-Straße wären laut Machbarkeitsprüfung wirklich Treppenstufen zu Privatanwesen nötig aufgrund der Erhöhung? Ist das wirklich so, Herr Becher? Also vielleicht zur zweiten Geschichte. Natürlich, die Broske-Straße wird entsprechend den Vorschlägen, die die Architekten und die Planerteams zu machen haben, wird es hier eine Rampe geben. Aber bei allen unseren Voruntersuchungen und Machbarkeitsuntersuchungen, die wir gemacht haben, war jetzt hier nirgends eine Treppenstufe notwendig, sondern es kann hier schon mal zum Beispiel eben in das Grundstück von dem Herrn Kehrer eine Rampe geben, die gewisse Steigung hat und über die man runterfahren muss, aber keine Treppenstufen. Auf der Nordseite im Bereich des Andreasstadls geht es eigentlich etwas einfacher. Hier ist ja das Ufer teilweise schon ein bisschen höher und es ist außerdem von der Entwicklungstiefe her mehr möglich, zumal wenn vielleicht hier an dieser Stelle das Ende des neuen Grieser Steges etwas nach Osten verschoben wird, dann ist die Entwicklungslänge zwischen dem Ende des Stegers und dem Andreasstadl so groß, dass hier mit einer Rampe gut gearbeitet werden kann, die hier den Verkehr aufnimmt und bequem abwickelt. An der beengten Lage im Bereich des Andreasstadls wird sich allerdings nichts ändern. Das ist nicht durch den Steg vorgegeben, sondern es ist durch die dortige Bebauung vorgegeben. Okay, danke. Jetzt haben wir definitiv nichts mehr im Chat. Dann bedanke ich mich bei allen, die sich jetzt schon beteiligt haben, die sich schon im Vorfeld beteiligt haben und ihre Anregungen uns mitgegeben haben. Das ist jetzt nach dieser Bürgerinformation auch noch weiter möglich oder nicht, Frau Schimpfermann? Wir haben jetzt diese Bürgerinformation so ausgelegt, dass wir die Anregungen von heute auch mitnehmen und auch mit einplanen werden. Und das werden wir auch so tun, wie wir es auch im Laufe des Verfahrens schon gesagt haben. Die Anregungen, wo wir gesagt haben, dass wir die jetzt mit berücksichtigen können, zum Beispiel die Korrektur der Fehler, die noch da war, oder auch die Aufnahme der Radsituation, was Herr Großmüller gesagt hat, nehmen wir jetzt in dem Zusammenhang noch auf und würden jetzt auf der Basis die Auslobungsunterlagen noch mal weiter durchführen. Eine weitere Beteiligung jetzt im Nachgang ist nicht geplant. Aber es gibt eine Beteiligung, natürlich eine Bürgerbeteiligung dann, sobald der Steg geplant ist und das Verhandlungsverfahren durchgeführt ist. Herr Becher hat es ja vorhin gesagt, dass es da zwischen dem Ergebnis des Verhandlungsverfahrens und dem Genehmigungsverfahrens dann nochmal eine Möglichkeit gibt, dass die Bürger sich beteiligen können und die Unterlagen entsprechend einsehen und dann auch da ihre Anregungen mit einbringen können. Okay, dann nochmal danke an alle beteiligten Mitarbeiter aus der Verwaltung, an Sie, Frau Schimpfermann, an Sie, Herr Becher, und vor allem an Sie zu Hause oder wo auch immer Sie diese Veranstaltung verfolgt haben. Danke für Ihr Interesse an der Stadt und für Ihre Beteiligung bei der Weiterentwicklung unserer schönen Stadt Regensburg. Und jetzt noch einen schönen Abend und
Bleiben Sie gesund.